Servus oder so und herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Stream. Wir gehen direkt rein ins Game. Schaut euch das an. Der HSV steht vor einer goldenen Zukunft und die wird hier und heute eingeleitet. Ganz, ganz wichtige Sache, auch fürs YouTube-Video dann später. Zum einen natürlich Daumen rein, wenn ihr auf YouTube am Start seid, wenn dann das Highlight-Video kommt und natürlich zwei Kanäle abonnieren. Und ansonsten ging es mir jetzt darum, den Regen zu zeigen, weil das ist beim letzten Mal einfach nicht passiert. Da hat keiner den Regen gezeigt im Video. Ich habe ihm aber einen Stream gezeigt. Das ist Tim Köhl, meine Damen und Herren. Oh, jetzt, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Das ist Tim Köhl. Hier, der gute Tim. Das ist der Regen von mir. Ich würde ihn ja gern kaufen, aber der kostet 231,5 Millionen, Jungs. Das wird schwierig. Das wird schwierig. Wir sind der HSV. Wir haben nicht so viel Geld, Jungs. Wir haben 26 Millionen. Wie sollen wir uns einen Mann mit über 200 Millionen Marktwert leisten? Also man merkt, wir werden vor allem über Regens arbeiten müssen. Das wird gar nicht so einfach. Ich habe das noch nie gemacht, eine Karriere so spät zu starten. Also wir haben wahnsinnig viele Spieler über 30, muss man schon sagen. 11 Spieler über 30. Wir können eine ganze Mannschaft nur aus 30-Plus-Spielern machen. Das ist schon grenzwertig. Also da muss man definitiv ein bisschen dran arbeiten. Ist diese Transferliste in Ordnung so? Oder würdet ihr irgendwas anders machen? Jugendakademiebericht. Und was haben wir da Schönes? Also wir haben hier Ruben Rivero, der ist kacke. Den kann man eigentlich direkt freigeben, muss man ganz ehrlich sagen. Dann haben wir hier Alan Novak. Also so richtig gut ist hier leider keiner. Am besten ist Noah Eck. Aber sehe ich jetzt keinen Grund, den hier rauszuziehen. Und den hier können wir auch eigentlich wieder freigeben. Ich meine, wir können zumindest ein bisschen Jugendakademie-mäßig was machen. Aber ich würde es auch nicht übertreiben. Wir haben Doppel-5-Sterne-Scout Kevin Martin. Was bitte? Okay, den schicken wir sowas von los. Da brauche ich gar nicht nachfragen. Den schicken wir los für 9 Monate nach Deutschland direkt. Oh, ihr wollt, dass wir 4 Millionen Euro ausgeben. 4 Millionen Euro wollt ihr für einen Scout hinlegen, Jungs. Das ist teuer, aber wenn schon, denn schon, habt ihr euch wahrscheinlich gedacht so. Okay, wir machen nur 3 Monate Frankreich und nach 3 Monaten können wir dann wieder woanders hinschicken und dann passt das. So, also das ist auf alle Fälle die beste Aufstellung, die wir machen können. Vor allem, wir müssen den Kader noch dringend so ein bisschen verjüngen. Okay, wir machen Torwart und Rechtsverteidiger. Wir fangen mal an mit Rechtsverteidiger und machen dann weiter mit Torwart. Wir haben 9 Rechtsverteidiger. Die erste Neuverpflichtung ist am Start. Da ist sie. Der hat eine 74. 9,5 Millionen Euro Marktwert. 19-jähriger Portugiese. Ich glaube, da kann man nichts falsch machen. Bei 7 ist er dabei. Bei 7 ist er dabei. War vielleicht ein bisschen zu viel, aber der hat nur eine 69. Ist schon viel schlechter als Bruno Miguel Fernandes Pereira. Aber naja, ist kein Weltuntergang. Wir haben Rechtsverteidiger gebraucht, jetzt haben wir 2. Wir setzen ihn mal auf die Leihliste. Der zeigt großes Potenzial und Fernandes Ferreira ist ein Aufwindermann für die Zukunft. War da verkauft, nice, das erste Geld. Wir haben 9 Spieler, Jungs. Markus Thuram. Verkauft einen Stürmer, ja, ich glaube, wir trainieren Thuram zum Stürmer um. Und verkaufen dafür einen Stürmer. Ich glaube, das ist das Sinnvollste, was wir machen können. Dann verkaufen wir einfach hier Winzheimer. Gebt euch den. Das ist der Regen von Neymar. Wie viel Gehalt soll ich bieten? 40? So wie bei Thuram, ich glaube 40 ist ganz gut. Das ist ein faires Angebot. Wir haben den Neymar Regen. Ich würde sagen, wir machen LM und cheaten dann einfach, indem wir sagen, das hier ist ab sofort ein linker Flügel. Das ist ja kein Cheating, aber keine Ahnung, damit der automatische Trainer dann, wenn wir Kalender simulieren, weil ich eigentlich schon vorhabe, Kalender zu simulieren, dass der ihn dann auch einsetzt. Okay, ich glaube, ich muss keine Abstimmung machen, wir holen einfach Saar, der hat der 86. Uff. Ismail Azar, 2-Jahres-Vertrag, 32 Jahre alt. Da fliegt Jatta einfach mal aus der Mannschaft raus. Liga-Auftrag gegen Leverkusen, Jungs. Unser allererstes Spiel als Trainer und wir gewinnen nicht. Ich dachte schon, wir haben gewonnen. 3-2 verloren. Positionswechsel bei Markus Thuram. Jawohl, Jungs. Der wird jetzt zum Stürmer endgültig umgeformt. Passt. Der hat immer noch 90 Sprintgeschwindigkeit, aber nur 79 Antritt. Transferangebot für Tresor. Ist er auf der Transferliste? Ja, ist er. Der wird nochmal richtig Geld einbringen. Ja, wir machen mal ein Angebot für Balanta. Neuer Linksverteidiger, Andres Balanta, 8 Millionen Marktwert, jetzt schauen wir mal, ganz, ganz wichtig, wie lange dauert es, den zum Linksverteidiger umzuwandeln? 2 Wochen, nice, ganz wichtig. Jimenez! Jungs, da ist Jimenez!
Holen oder nicht holen? Schon holen, oder? Ich meine, was bleibt mir anderes übrig? Und Gehaltsempfehlung. Ja, machen wir 40.000. Ist er dabei? 39.000 Einstiegsbonus. So, jetzt brauchen wir auf einmal noch einen Torhüter. Und da wollen wir immer noch den Sommer reachen. Dafür brauchen wir mehr Geld. Aber ist halt gleich die Transferphase vorbei. Oh, Tresor verkauft. Jetzt könnte es halt hinhauen. Haben wir noch irgendwas auf der Transferliste, was teuer ist? Die beiden hier, da können wir nochmal Geld. Also ein bisschen weiter simulieren. Noch nicht einkaufen. Komm bitte, Spieler verkauft, Spieler verkauft, Spieler verkauft. Okay, nochmal Kohle. Grimes verkauft. Jawohl, auf den haben wir gewartet. Und jetzt sollten wir eigentlich genug Geld haben für den Jan Sommer. Reachen. Adonis Henschos. Der heißt einfach Adonis mit Vornamen. Perfekter Mann für uns. Ah, oh, sie brauchen Bedenkzeit. Komm, nehmt es einfach an. Nehmt es einfach an. Ah, sie haben es nicht angenommen. Ja, dann kann ich jetzt noch einmal irgendwie ein Angebot machen. Wir probieren es mal mit 44. Nehmen sie an. 44 nehmen sie an. Wir haben einen neuen Keeper. Perfekt. Adonis Henschos, 22 Jahre alt, 82er Gesamtstärke, vermutlich der Regent von Jan Sommer. Von Köln geholt. Und dadurch haben wir jetzt auch einen richtig guten Keeper und vor allem einen Ersatztorhüter mit Coffee. Was eine Transferphase. Röse hätte ich natürlich auch immer noch gerne, aber den können wir uns aktuell noch nicht leisten. Genauso wie Tim Köhl, den wir eigentlich unbedingt holen müssen. Unbedingt müssen wir den holen. Dann machen wir die Transferphase fertig. Und dann gehen wir rein in die Kalendersimulation, Jungs. Top-Transfers De Jong, Calderoni und Saliba. Simulieren wir nur einen Monat weiter, damit wir die Jugendtalente... Wir können eigentlich nur einen Monat weiter simulieren. Wir gönnen uns mal einen Monat. Also wir verlieren viele Spieler aktuell. Holen wir Mollo? Den als Backup-Stürmer dann einplanen. Brauchen wir eh noch einen eigentlichen Stürmer. Den nehmen wir mit. Also den können wir uns gerade noch so leisten, aber mehr geht nicht mehr. Okay, Mollo zum Stürmer umwandeln. Dann haben wir da noch einen Backup-Stürmer. Aktuell können wir ihn eh nicht verleihen, weil wir ja nicht in der Transferphase sind. Und dann würde ich sagen, es geht einen Monat in die Zukunft. Wir sind aktuell 14 in der Tabelle. Ey, wir haben so gute Spieler. Wie können wir denn mit der Mannschaft nur 14 da sein? So, Mollo zum Stürmer machen. Da ist auch besser geworden. Perfekt. Der Mollo kann ja bald Stammspieler sein. Kann ich den jetzt schon reintun, theoretisch? Ja, der ist genauso gut wie Colasino, der ist viel jünger. So, wir gönnen uns den nächsten Monat. Wir haben Abstand von 4 Punkten auf Europa. Also ist jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass es sogar noch klappt. Und David, Union Berlin will ihn auch haben. Und noch ein Verein, Villarreal. So viele Angebote für Jonas David. Ja gut, die nehmen sich nichts. Kann ich einfach beide annehmen. Das ist 18 Millionen oder 18,1. Das ist egal. Und der Wechsel zu Villarreal tatsächlich. Er hat keinen Bock mehr auf die Bundesliga. Er geht nach Spanien. Und wir brauchen jetzt einen neuen Innenverteidiger. Bei noch 2 Stunden auf der Uhr. Okay, Nunez, Godfrey, Alderete. Wen davon wollt ihr sehen? Finde ich krass, dass ihr Ake nehmt. Wir haben auf alle Fälle einen neuen Innenverteidiger verpflichtet. Ne, ganz oben ist er. Da haben wir ihn. Nathan Ake. 11,9 Millionen bezahlt. 82er Gesamtstärke. Einfach nur als Backup. Gönnung pur. Und dann können wir eigentlich eine neue Reise für einen Scout leisten. Und zwar für Ivo Borisov. Wir machen mal 3 Monate Brasilien und dann können wir ihn wieder woanders hinschicken. Und jetzt geht's wieder direkt 1 Monat weiter. So, wir sind im Juni und wir werden 7. Ah, ist das knapp. Ist das knapp. 1 Punkt, das ist eigentlich gar nicht 1 Punkt. 1-0 das Torverhältnis, 2 Tore fehlen uns. Jetzt ist die Frage. Dortmund wird deutscher Meister. Spielen wir damit Europa League Qualifikation mit dem 7. Platz? Guck, DFB-Pokal. DFB-Pokal sind wir mega früh rausgeflogen. Im DFB-Pokal. Was bitte? Was ist denn das? Wie kann denn Dynamo Dresden den DFB-Pokal gewinnen? Dresden ist 15. in der 2. Bundesliga. Jungs, also, ich habe schon viel im Karrieremodus gesehen, aber das habe ich noch nie gesehen. Aston Villa gewinnt den... Was passiert hier? Tottenham Hotspur. Das sieht jetzt alles gar nicht so komisch aus.
Aber dass da Aston Villa einfach den Superpokal holt, ist auch ganz seltsam. Wie viel Geld haben wir? 36 Millionen. Oh! James Maddison. Oh! Eder Militao. Okay, wir haben zwei interessante freie Spieler gefunden. Ja, nehmen wir die beiden mal mit, so. Neuer Innenverteidiger ist eingetütet. Machen wir weiter mit dem ZOM. Wenn wir jetzt die ganze so alte freie Spieler verpflichten, dann wären wir kurzfristig besser. Aber langfristig schadet es uns vielleicht eher, weil wir halt dadurch jungen Spielern so ein bisschen den Platz verbauen. Madison in die erste Elf rein. Ich werde das Angebot von Real Madrid annehmen, Jungs. Uns bleibt eigentlich nichts anderes übrig. Handschuss verkauft, dann kommen nur 100... Das ist so ein Witz, Money, ey. Ändert das doch mal. Ich will nicht das ganze Geld, aber wieso bekomme ich jetzt von 168 Millionen nur 133? Schau, jetzt haben wir hier 181 Millionen. Da denkst du, ja, kauf doch deinen Regen. Vergiss es. Der hat einen Marktwert von 266. Den kann ich mir immer noch nicht ansatzweise leisten. 30.000 Gehalt. Da ist er dabei. Dann haben wir da einen neuen Mann. Neuer Keeper und Zaufi Kohle. Der ist natürlich jetzt schlechter als der vorherige, denke ich mal. Er hat halt jetzt nur eine 79. Das hier ist vermutlich der neue Regen. Alphonse Pusch. Rein da, da ist er. Alphonse Pusch, neuer Keeper. 86er Gesamtstärke und es ist der Regen von Neuer. Immer noch 86 Millionen. Was gönnt man sich mit 6, würde ich sagen, ein 6er, Jungs? Ein 6er, oder? Wir gönnen uns einen richtig guten 6er. Dann holen wir uns einfach den hier. Jawohl, 80 Millionen. Das ist ein Deal, Jungs. Und. Da haben wir ihn. Da haben wir ihn. Den neuen Sechser. Es ist. Wie oft soll ich seinen Namen noch sagen? Marcos Lopez. 25 Jahre alt, 85er Gesamtstärke. Damit ist auch die ZDM-Position für die nächsten 10 Jahre versorgt, Jungs. Dann kommt Meluso. Ein 33-jähriger Linksverteidiger. Den finde ich schon eher interessant. Dann können wir einen von den beiden verkaufen. Und uns den anderen da gönnen. Dann machen wir wieder Geld und verbessern die Mannschaft. Also eigentlich gibt es nur Argumente für diesen Deal hier. Da haben wir ihn, den neuen Linksverteidiger. Matthias Meluso. 16 Millionen. Marktwert. Und das heißt, wir verkaufen einen anderen Linksverteidiger. Und dann holen wir uns auch noch den Silas. Und damit spielt ab sofort Silas Wamagituka für den Hamburger Sportverein. Fabisch ist verkauft, geht zu Everton, gibt uns wieder ein bisschen Kohle. Was ist mit Marset? Den muss man eigentlich fast mitnehmen, oder? Dann gönnen wir uns mal den Kollegen. Ja, muss man einfach machen. Es bleibt einem nichts anderes übrig. Ja, Toro Marset, die nächste neue Verpflichtung. Und der Kollege wird wahrscheinlich ausgeliehen. Lorenz, 2 Jahre ausleihen. Ey, so viele Vereine wollen unsere Spieler haben. Onana ist, glaube ich, auf der Transferliste, ne? Yep. Also da verlangen wir aber nicht so viel. Casey ist auch auf der Transferliste. Ich hätte aber gern Geld dafür und keinen ertauschten Spieler. Jones wird dann der jetzt angebrochen. Wir brauchen jetzt nochmal die Kohle für die ganzen Spieler. Oh, Übereinkunft zu Thuram. Soll ich den verkaufen für 43,9? Also ihr schreibt alle ja in den Chat rein. Wir nehmen es an. Wir nehmen das an. Lorenz ausgeliehen. Casey verkauft. Die ersten Moneten, die reinprasseln. Und dann ist Thuram verkauft, geht zurück zu Gladbach. 37 Millionen bekommen wir dafür. Übereinkunft zu Coffey. Oh, aber das ist jetzt zu knapp, ne? Genau, Marktwert. Aber ob da jetzt noch die Zeit ausreicht. Jawohl, das ist die Bestätigung. Coffey zu Tottenham. Und jetzt haben wir 70 Millionen Euro. Sogar eher noch ein bisschen mehr, weil wir normalerweise nicht so viel Gehalt zahlen müssen. Es ist Nicolo Danzi. Region von Immobile? Jetzt ist er dabei. 70 Millionen plus 15%. Wir holen uns einen neuen Stürmer. Nicolo Danzi ist der neue Stürmer von Hamburg. Sehr nice. Nicolo Danzi, 83er Gesamtstärke, Italiener. Vermutlich der Regen von Immobile. Den stellen wir uns vorne rein. Anstelle von... Ah, stimmt, von Thuram, den wir verkauft haben. Und dann können wir die Transferphase mal wieder abhaken. Ich packe die Kamera kurz nach oben, damit ihr die Top-Transfers sehen könnt. Da haben wir natürlich einfach mal SV Urzi. Urzi für 101,6 Millionen von Monaco zu Barca im Alter von 31 Jahren. So, das war sie aber jetzt, die Transferphase. Weil dann simulieren wir einfach direkt mal bis zum Januar, Jungs.
So, Januar 2032 und wir sind Zweiter. Das ist gut. Das ist richtig gut, nur der Pokal sieht nicht gut aus. Da sind wir leider in der Runde 3 gegen Mainz rausgeflogen. Super Pokal gewinnt. Inter Mailand. Können Neymar Reach endlich zum linken Mittelfeldspieler machen. Jawohl. Und damit können wir jetzt auf die richtige 4-1-2-1-2 gehen. Ake Verkauf zu Levante. Schaut mal an, wer in der Bundesliga spielt. Es ist Bayern 2 in der Bundesliga. Bayern 2 ist in der ersten Liga angekommen. So, dann ist der Transfer auch durch. Hier nochmal die Top-Transfers, die ihr natürlich nicht sehen könnt. So, jetzt könnt ihr sie sehen. Plata, Dest und Rakowicki, der Regent von Lever. Und jetzt geht's direkt ans Ende der Saison. So, und jetzt am 32. Nee, am 32. 2032 im Juni sehen wir, dass wir nur Sechster geworden sind. Was zur Hölle ist das denn bitte? Wieso sind wir nur Sechster geworden? Ich war mir halt echt sicher, dass wir in die Champions League reinkommen. DFB-Pokal gewinnt Wolfsburg. Bayern 2 einfach im Halbfinale. Champions League-Sieger AC Mailand. Und jetzt, zu guter Letzt, sehen wir, dass Dynamo Dresden die Europa League gewonnen hat. Na fast. Da sind sie. Hey, die wurden sogar Dritter in ihrer Gruppe. Und was hat Dresden in der zweiten Liga gemacht währenddessen? Sind wieder knapp dem Abstieg entronnen als 14. Hey, das ist so geil. Dann schauen wir uns auf alle Fälle mal noch unsere Spielerstatistiken an. Mollo mit 18 Toren, beste Torschütze. Dahinter kommt dann Botello Rios. Und die meisten Vorlagen gibt ganz klar Madison, der 35 Jahre alt ist und den wir wahrscheinlich bald verkaufen müssen. Es gibt aber halt immer noch viele Positionen, wo wir eigentlich dringend einen neuen brauchen. Also, naja. Gehen wir dann in der nächsten Saison an. Saison beenden, rein ins nächste Jahr. Und das Transferbudget liegt bei 73 Millionen. Das ist schon ordentlich. Kann sein, dass uns ein LM fehlt. Wir können den ja, wenn dann, auf LM umtrainieren. 18 Wochen, okay. Dann machen wir den zum LM, dann haben wir einen LM. Stürmer, wir brauchen einen weiteren Stürmer eigentlich. Wollen wir den mitnehmen? Der wäre, glaube ich, sogar Stammspieler bei uns, oder? Dann holen wir uns den Kollegen. 50.000 passt. Damit haben wir den Kollegen und ich stelle direkt mal ein, dass wir den zum RM umwandeln. In der Hoffnung, dass er das auch noch lernen kann. 3 Wochen passt, wunderbar. Dann haben wir da bald einen neuen rechten Mittelfeldspieler. Den können wir auch schon mal reinstellen hier für Saar. Dann gönnen wir uns als nächstes auf alle Fälle Diop. Diop ist verpflichtet. Das heißt, wir können, ach, ich setze mal da auch wieder beide auf die Transfers, der Koch und Jimenez. So, Sanket, neuer ZOM. Da kann man anderen wieder verkaufen. Der hat eine 83 und ist damit sogar Stammspieler. Wir müssen mal wieder bei den freien Spielern reinschauen, ob hier irgendwas Neues gefunden wurde, ne? Da sind nämlich einige dabei. Uff, den müssen wir eigentlich mitnehmen, Jungs. Wenn da so ein 21-Jähriger drin ist, im Weltklasse-Tab, dann musst du eigentlich zuschlagen. Okay, die Leute stimmen alle für RM, beziehungsweise ihr stimmt alle für RM. Da machen wir den RM aus dem Jungen. Kieran Tierney spielt ab sofort für uns. Sehr nice. Tierney direkt rein in die Startelf. Boah, für den bekommen wir da mal richtig Geld, ne? 41 Millionen. Vielleicht klappt es ja doch mit dem Regen. So, Meluso verkauft. Redemann verkauft. Ein weiterer Innenverteidiger für den Verein. Kalita K, den ich aber nur auf die Bank setzen werde. Fabio ausgehend, Gay verkauft. Sehr nice, es wird immer mehr Geld. Hein verkauft zu Villarreal. Das gibt auch nochmal 22 Millionen oben drauf. Da ist sie. Militao zu Mainz. Jetzt brauchen wir auf alle Fälle einen Innenverteidiger. Führt kein Weg dran vorbei. So, wir haben 293 Millionen. Das würde jetzt theoretisch reichen für Köhl. Oh. Oh. Ich muss es tun. 290 Millionen. 290 Millionen. Über das Gehalt reden. Keine Ahnung, machen wir mal 70.000. Was? Uff. Hat er abgelehnt. Ich hoffe, es stört euch nicht, wenn ich das nochmal mache. Wieso verlangt ihr jetzt auf einmal so viel? FIFA ist so komisch manchmal. Wieso denn jetzt auf einmal so viel verlangen? Hä?
Hat er doch vorhin auch nicht. Jetzt benötigen sie Bedenkzeit. Sie haben es angenommen. Sie haben es angenommen. Sie haben es angenommen. Sie haben es angenommen. Hä, wie viel habe ich vorhin gezahlt? 70.000, da ist er rausgegangen. Jetzt will er 81.000, nimmt's an. Wir haben ihn auf alle Fälle. Da ist er, der Rechen. Von mir selbst. Beziehungsweise von Birdie, eure Rettung. Tim Kühl, 23 Jahre alt, 94er Gesamtstärke, für 290 Millionen gekauft. Auf alle Fälle, das sind die Top-Transfers. Madueke für 109 zum BVB. Und Anthony zu Liverpool. So, wir sind im Januar. Und wir sind Erster. Jawohl, mit dicken, fetten Vorsprung. 8 Punkte vor Dortmund. Sehr, sehr stark. Im DFB-Pokal sind wir auch noch dabei, spielen ausgerechnet gegen Dortmund. Und dann bleibt für uns noch die Euroleague. Und da stehen wir in der Runde letzten 32, wurden Gruppenerster mit keiner einzigen Niederlage. So muss das aussehen. Ja, wir haben halt so eine alte Innenverteidigung immer noch. Wir müssten echt mal einen Innenverteidiger kaufen, der langfristig gut ist. Wir lassen einfach den Rest, die restlichen Stunden weg und wir schauen uns an, wen Dortmund geholt hat. Mendoza ist... Wer ist das? Region von Aguero? Weil Messi kann es doch nicht sein, oder? Messi ist doch kein Stürmer. Oh, und der Cristiano Ronaldo Region ist zu Liverpool gewechselt. Das sind dicke Transfers hier. Also es gibt krasse Wechsel hier. Mal schauen, ob wir da nächste Saison auch wieder mitmachen können. Aber jetzt erstmal ab in den Juni. Man kann die Europa League nicht gewinnen im Karrieremodus bei einer Sprint to Glory. Es geht nicht. Aber wenigstens deutscher Meister geworden. Mit 4 Punkten Vorsprung. Wir haben einiges vom Vorsprung noch verschenkt. Aber Dortmund hat halt auch kranke Spieler verpflichtet. DFB-Pokal sind wir auch gegen Dortmund ausgeschieden. Die am Ende dann den Titel gewinnen. Und ja, Europa League haben wir gerade schon gesehen. Gewinnt Atletico Madrid am Ende. Aber was sucht auch Atletico Madrid in der Europa League? Ah, also Top-Torschütze. Botelho Rios mal wieder. Danzi, Mollo mit beiden. Beide mit ganz guten Toren und Köln mit der meisten Vorlagen. Aber 109 Millionen Euro Transferbudget. Wir holen uns die beiden auf alle Fälle mal. Neuer Sechser, neuer Innenverteidiger, wie eigentlich jede Saison. Gabriel auch am Start, also neuer Sechser, neuer Innenverteidiger, wie jede Saison. Und das heißt, wir können andere Leute wieder verkaufen, beziehungsweise Innenverteidiger eigentlich nicht, weil da brauchen wir eigentlich alle. Dann wären sowieso nur 3 Leute aktuell. Aber ansonsten, wir müssen generell mal den ganzen Kader wieder durchgehen. Torhüter, Linksverteidiger passt. Innenverteidiger brauchen wir eigentlich noch einen. Rechtsverteidiger brauchen wir fast eigentlich auch noch einen. Defensives Mittelfeld. Gut, da kommen die alle auf die Leihliste. Jetzt ist die Musik auf einmal zu leise. Das lag echt an dem Lied gerade. Dass das Lied einfach vorhin viel zu laut war im Allgemeinen. Geht der da kann weg. Der da auf die Leihliste. Wie sieht's bei dir jetzt aus? Er wird kein rechter Mittelfeldspieler mehr. Es funktioniert einfach nicht. Ja, aber den kann man jetzt mal verkaufen. Ja, dann haben wir den auch nicht. Der kann auch rechter Flügel spielen. Dann passt das. Wobei wir halt mittlerweile, ja, wir brauchen halt bessere Innenverteidiger und Außenverteidiger. Die Abwehr ist das Problem, weil der Rest ist eigentlich echt schon ganz gut. Gut, vielleicht noch ein krasser Stürmer. Torunariga wird eingetütet. Und zwar, da kann sogar Linksverteidiger theoretisch. Komplett neue Innenverteidiger. Nice. So, wen davon kaufen wir? Den 23-Jährigen oder den 25-Jährigen? Wir machen eine Abstimmung. Von wem ist denn das der Regen, wenn der auch linkes Mittelfeld spielen kann? Gibt es da irgendeinen argentinischen Linksverteidiger? Aber ihr entscheidet euch eh für den anderen. Für Febas Perez, für den Spanier. Komm, zahlen wir einfach 50 Millionen, das sollte er annehmen. Jawohl, da ist er am Start, der Unai. Wir haben ihn! Wir haben endlich einen guten Linksverteidiger, ganz, ganz wichtig. Alejandro Febas Perez, 25 Jahre alt. Der Marktwert ist direkt wieder dramatisch gesunken. Trotzdem freue ich mich drüber, einen guten Linksverteidiger zu haben. So, und dann noch ein Rechtsverteidiger. Ein richtig guter Rechtsverteidiger. Also wir haben eine Auswahl aus insgesamt 5 Spielern. Wir können uns eigentlich alle auch leisten. Aber der hier fällt leider raus, weil er zu wichtig ist für seinen Club.
Und die Mehrzahl stimmt tatsächlich für den Besten. Krass. Also ich glaube, wenn ich abgestimmt hätte, für den abgestimmt. Aber ich möchte jetzt auch nicht das Ergebnis verfälschen und so. Wir kaufen Milo. Neuer Rechtsverteidiger. Bing Bong, er ist da. Wo ist er denn, der Kollege? Da. 86er Gesamtstärke. Keiner Plan, ob sein Marktwert jetzt auch wieder gesunken ist. Ich glaube nicht. Und leider, Fernandes, wir wollten ihn hochzüchten, aber es hat nicht funktioniert. Und jetzt haben wir einen neuen Mann für rechts hinten. Und jetzt sieht das Team schon echt ordentlich krass aus. Komm, Supercup. Gönn uns den Titel. Gönn uns den Titel. Er gönnt uns den Titel im Elfmeterschießen. Aber es hat auch krass, was Dortmund für eine Mannschaft hat. Immer noch mit Sancho und Haaland. Die gehen auch so gut wie nie weg im Karrieremodus von denen. Das ist auch so verrückt. Mit guten 50 Millionen Innenverteidiger kaufen. Die Frage ist, klappt das? Bekommen wir damit was in die Richtung, was wir auch haben wollen? Was mit Taferzofer? Es wird Taferzofer. Den sollten wir uns auch easy leisten können. 50 Millionen. Darüber müssen sie nachdenken. Okay. 54,5. Wir gehen nochmal in die Verhandlungen rein. Da ist er! Taferzofer vom Rivalen aus Dortmund geklaut. Der beste deutsche Innenverteidiger wahrscheinlich, den es aktuell gibt, der nicht 28 oder älter ist. Bradley wird endlich zum RM. Wie lange das jetzt gedauert hat, Mann. Ja, wir können uns den Deadline-Day sparen, würde ich sagen. Ich gönne uns noch kurz in die Top-Transfers. Araujo, Ferreira, Biel und Mauwasa. Und für uns geht es jetzt direkt in Richtung Januar. Ich glaube, wir haben kein einziges Spiel verloren. Kann das sein? Erster in der Liga, 4 Punkte Vorsprung. Bayern ist wieder back. Und Dortmund kackt ab. Kaum kaufst du ihren Innenverteidiger weg. Schon kacken sie ab. Hier sind wir auch noch am Start gegen Hoffenheim im Viertelfinale. Superpokal gewinnt Mailand. Und in der Champions League spielen wir gegen Real Madrid. Wir wurden nur Zweiter. Gibt es irgendwas, was man umtauschen muss? Glaub nicht. Nee, das sollte alles passen, so wie es ist. Ja, den letzten Tag der Transferphase sparen wir uns wieder. Die Top-Transfers sind einfach nur noch Regens. Und dann gehen wir mal rein ins Hinspiel gegen Real Madrid. Erstmal Champions League-Intro. Ich wünsche mir immer noch einen Knopf, mit dem man das Champions League-Intro überspringen kann. Also ich feiere es nicht, dass man da immer so dann 20 Sekunden Champions League-Intro anschauen muss. So, das ist die Mannschaft. Alle sind fit, alle sind ready. Ich glaube, es ist auch die Top 11. Es sollte da nichts geben, was man irgendwie umstellen könnte, was es besser macht. Und dann gehen wir direkt rein. Ins Spiel gegen Real Madrid. Ins Hinspiel und gewinnen hoffentlich. 2-1 verloren. Zu Hause. Ich kann gar nicht mehr reden, ey. So ein Dreck. Sieht nicht gut aus. Rückspiel. Ich meine, auswärts gewinnt man gerne mal. Das heißt, verloren ist noch nichts. Und die haben den Handschuss, unseren Ex-Torhüter im Tor. 2-0. Wir sind weiter, Jungs. Wir sind weiter. Botello, Rios und Bradley in der 80. mit der entscheidenden Bude. Und jetzt ist der nächste Gegner Inter Mailand. Wir beginnen auswärts. Und gewinnen 3-1. Danzi, Doppelpack und Mollo treffen. Sieht gut aus, sieht gut aus. Da gibt's nichts. Eine Woche später Rückspiel gegen Inter. Die Top 11 ist immer noch fit, aufgestellt und ready, um Inter rauszuwerfen. 2-0 souverän. Wir stehen im Champions League Halbfinale. Doppelpack von Danzi. Paris im Halbfinale mit einem 100 Jahre alten Kylian Mbappé. Mollo ist gesperrt im Hinspiel. Aua. So, jetzt mit Toro Marcet vorne im Sturm leider. Aber ist jetzt auch nicht so viel schlechter. 2-2 zu Hause. Jetzt müssen wir auswärts fast gewinnen. So, Rückspiel. Wir müssen gewinnen. Nein. Ach komm. Das gibt's doch nicht. Ein Tor hätten wir noch schießen müssen. Ein Tor. Also, wir schauen uns die Wettbewerbe durch. Der HSV gewinnt erneut die deutsche Meisterschaft. Sehr nice. DFB-Pokal gewinnt auch der HSV. Supercup gewinnt auch der HSV. Superpokal gewinnt Milan. Die Champions League geht am Ende an. Paris Saint-Germain, gegen die wir ja auch leider ausgeschieden sind. Und die Europa League holt Leipzig. Danzi 40 Tore. Rogelio Rios 33 Tore. So. Letzte Saison. Mehr gibt's nicht.
Jetzt wird die Champions League gewonnen. 127 Millionen. So, jetzt wird am ersten Mal Röser gekauft. Der Röser muss gekauft werden. 23 Millionen für Röser? 23 Millionen für Röser. Gehen wir mal 50.000 Gehalt. Kauft ihr noch besser in die Form, machen wir auf alle Fälle. So, dann haben wir den. Dann kann ich den Anstürmer auf alle Fälle weghauen. Den Kolasin, wenn ihn denn jemand haben will. Und dann kaufen wir uns auf alle Fälle neuen Innenverteidiger. Also eigentlich bin ich zwischen den beiden hier. Das sind aus meiner Sicht die einzigen sinnvollen. Und dann muss es eigentlich er hier sein. Da brauche ich euch eigentlich gar nicht fragen, oder? Zum Gehalt, ich gebe mal 100.000. Das ist für unsere Verhältnisse eh extrem viel. Jawohl, nimmt er an. Nuri ist verpflichtet und dann haben wir einen babamäßigen, geistkrank guten Innenverteidiger. Hey, damit musst du einfach die Champions League gewinnen, Jungs. Damit musst du sie gewinnen. So, wir sind im Januar und wir sind natürlich erst in der Liga. Hat irgendjemand was anderes erwartet. Aber wir haben sogar ein Spiel verloren. Im DFB-Pokal sind wir auch noch dabei. Supercup haben wir gewonnen. Superpokal gewinnt Leipzig, also der Europa-League-Sieger. Und in der Champions League spielen wir gegen Atalanta. Das ist er. Oh, den können wir uns leisten. Gut, was heißt, ich soll ja nicht zu voreilig sein. Vielleicht können wir ihn uns leisten. 65 Millionen ist doch ein Deal. Jawohl, Calderoni. Da ist er. 88er Gesamtstärke. Nochmal ein Italiener für die Abwehr. Und viel besser kann das Team jetzt echt nicht mehr werden. Und dann Schnellsimulation. Ja, normalerweise müssen wir das gewinnen. 2-0. So, jetzt mal gegen Atalanta. Das Rückspiel mitnehmen. 2-0. Ey, dieser Botelho Rios, die schießt so viele Tore. Valencia, was sind das jetzt für einfache Gegner, bitte? Was sind denn das für einfache Gegner, bitte? So, wieder absperren. Hamburg gegen Valencia. Ein Innenverteidiger auf der 6. Taffertshofer regelt. Komm. 3-1 gewonnen. Röser spielt in der Champions League von Beginn an. Wer hätte das erwartet am Anfang der Saison? Und 2-0. Souverän. Chelsea. Eigentlich auch machbar. Für unser Team. 4-1 im Hinspiel. Es sieht verdammt gut aus. Es sieht verdammt. Es riecht nach Champions League Finale. Der Zug hat keine Bremsen. Ja, echt so. Der Zug hat keine Bremsen. Auf geht's. Hamburg. Oha. Oha. 1-0 verloren. Wir hatten viel mehr Schüsse und so. Wir verlieren 1-0. Reicht aber trotzdem. Fürs Finale. Gegen Paris Saint-Germain. Im Finale. Die, die uns letztes Jahr im Halbfinale rausgeworfen haben. Also wir können quasi perfekt Rache nehmen an Paris Saint-Germain. Besser geht's ja eigentlich gar nicht, oder? Jetzt erstmal noch die anderen Wettbewerbe natürlich anschauen. Bundesliga. Meister natürlich, eine Niederlage. Leipzig ist schon Hertha Zweiter. Leipzig nur Elfter. Und DFB-Pokal gewinnt Mainz. Die haben uns rausgeworfen im Halbfinale. Das ist bitter, aber so ist es nun mal. Supercup gewinnen wir. Superpokal schnappt sich Leipzig. In der Champions League stehen wir im Finale. Und der Euroleague-Sieger ist tatsächlich Athletic Bilbao. Und dann nochmal rein in die Statistik hier. Top-Torschütze, Botello, Rios, Zweitbester, Danzi. Dann kommt Molotov-Cocktail und die meisten Vorlagen gibt auch Botello Rios, der so eine Maschine ist. Rein da, Musik ausmachen. Und jetzt Vollgas auf dieses Spiel konzentrieren. Aber es ist das letzte Spiel von Bernie, eure Rettung. Er hat es tatsächlich geschafft, den HSV noch ins Champions League-Finale zu führen. Da ist er, der Henkelpott. Das ist Paris Saint-Germain. Wanderfort habe ich richtig erkannt. Mbappé ist es, aber ansonsten nur Regents, glaube ich, oder? Es sollten nur Regents sein. Also Regent-Team versus Regent-Team, aber wir haben mehr Regents als die. Kapitän natürlich. Der Regen von Bernie, eure Rettung. Köhl, die Nummer 16. So, und jetzt muss ich mich konzentrieren. Weil ich habe nämlich überhaupt keinen Bock, das hier zu verlieren. Botello Rios direkt mal. Botello Rios im Rückraum steht einer. Im Rückraum steht einer, der wird geblockt. Milo, schick ihn einfach mal. Bitte kein Abseits. Wer ist das? Das ist einer von uns und ist das Tor. Ich glaube, es war Danzi. Ich glaube, es war die Nummer 14. Danzi, das 1-0 für den Hamburger Sportverein. Im Champions League Finale 2035. Da ist es. Und jetzt weg das Ding. Sehr schön. Komm, lauf, 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 lauf.
Überzahl. Überzahlsituation. Botello, Rios. Lauf und jetzt die Flanke auf den zweiten Pfosten. Auf den zweiten Pfosten! Bradley! Der 2-Meter-Mann! Mit dem 2-0. Da ist es! Über die linke Seite und dann waren die komplett offen. Ich weiß nicht, warum Mbappé auf einmal Linksverteidiger bei Paris Saint-Germain ist. Aber das war nichts da hinten. Und jetzt können wir chillen. Kein Grund auszuwechseln, wir machen genauso weiter. Da oben ist er komplett frei. Da oben ist er komplett frei. Botello Rios. Oh, da wollte ich eigentlich den Scorpion Kick raushauen. Den ich in der Spielerkarriere immer machen wollte und es nie geklappt hat. Botello Rios. Ja, Kopfverstärker haben wir da nicht drin. Bradley. Mal weitergelegt. Kühl. Und dann Abseits. Schade. Schade, schade, schade. Kein Foul, kein Foul. Komm. Kühl muss jetzt einmal was machen. Ich chip ihn zu Kühl. Den hat der Keeper. Den hat der Keeper. Der war zu weit. Bring Röser rein. Soll ich jetzt schon Röser einwechseln? Für Danzi? Ich meine, Danzi hat ja weniger Fitness aktuell. Ah, da oben steht's. Der hat 77 und er hat 71. Dann nehmen wir mal Danzi raus. Röser für Danzi. Was ist das? Was passiert hier? Und dann so ein Pass. Ah, diese Spiele sind so geil. Komm, 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 Kühl. Kühl. Kühl! 3-0, da ist er. Der Regen von Bernie, eure Rettung. Mit dem dritten Tor. Und ich würde sagen, mit der Entscheidung. Und jetzt passiert noch eine witzige Auswechslung. Denn es kommt einfach Röser im Champions-League-Finale rein. Ah, da ist viel Platz für Mbappé kurz gewesen. Ah, oh, Posch. Push heißt er. Stark. Da, jetzt kommt Marcos Lopez nochmal. Marcos Lopez. Marcos Lopez. Ich bin im Tor. Molo ist nochmal da. Molo zu. Botello Rios. Oh, jetzt war der im Abseits, oder? Ja. Ah, schade. Ah, der Schiri pfeift ab, aber es ist wurscht. Wir gewinnen 3-0 gegen Paris Saint-Germain im Champions-League-Finale. Und das heißt, dass Bernie Ovetto die Champions-League nicht nur als Spieler gewonnen hat, sondern auch mit seinem Ursprungsverein als Trainer mit dem Hamburg SV. Ich meine, die Champions-League als Spieler, die haben mit Manchester City gewonnen. Und jetzt die Champions-League mit dem Hamburger Sportverein. Ich bedanke mich auf alle Fälle. Das Stream ist jetzt noch nicht vorbei. Wir müssen natürlich noch die Karriere beenden. Trotzdem bedanke ich mich bei euch jetzt fürs Zuschauen im Stream. Für alle, die das Video gerade anschauen, wenn es dann auf YouTube mal kommt, bedanke ich mich auch. Und ja, wenn ihr auf YouTube dabei seid, haut den Daumen rein und abonniert den Kanal. Da ist der Henkelpott und als letztes kommt unser Reacher und holt sich das Ding. Im Jahr 2035 hat jetzt gewonnen. Das darf man halt auch nicht vergessen. 2035. Das hat ewig gedauert und das war jetzt auch die letzte Chance. Wenn wir es in dieser Saison nicht gewonnen hätten, dann hätten wir es gar nicht mehr gewonnen. Und dann simulieren wir hier noch ein bisschen Mai und Juni weg, um dann endgültig die Karriere zu beenden. Ihr Ruhestand, der Vorstand möchte gratulieren, nicht nur zu ihrer Arbeit in diesem Verein, sondern auch zu ihrer Karriere insgesamt. Wir wünschen Ihnen für alle zukünftigen Unternehmungen das Beste und versichern Ihnen, dass hier immer ein Stuhl für Sie reserviert bleibt, bla bla. Ja, und damit war es das endgültig hier von dieser Sprint to Glory. Wenn ihr auf YouTube dazu geschaut habt, wie gesagt, Daumen rein. Bis zum nächsten Mal, euer Brunea.